Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Ich werde euch durch dieses lecker leckere Spiel führen. Ich bin der Igel, der tolle Igel, um genau zu sein. Ja, aber ich nehme mich meistens nur der Igel, weil ich möchte nicht die ganze Zeit so protzen. Unser Planet besitzt zwei Seelen. Eine äußere und ein inneres Antlitz. Ein äußeres und ein inneres Antlitz. Eine Licht- und eine Schattenseite. Millionen Jahre nach der Geburt des Planeten, es war eine schwere Geburt, oh nee, aber scheiße, wurden Wachstum und Verfall zu zwei Seelen. Ja. Auf der Lichtseite entstand neues Leben. Sogar Uhren, die leben. Die Schattenseite erstarrte im ewigen Eis. Das ist da wahrscheinlich der Stundenzeiger da. Der ist nämlich auch ein bisschen erstarrt. Soll das ein Foto sein? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Guck mal an, es sieht aus, als hätten sie ein Foto da reingepackt ins Spiel. Die Lichtseite erschuf neues Leben. Ja, das hattet ihr doch eben gerade schon mal gesagt. Ja. Alles entwickelte sich prächtig. Oh, die Zeit hält langsam an, okay. Angst und Hass beherrschten die Schattenseite. So entstanden Gut und Böse. Ja. Ja. Und gleich schlägt's 12. Warte. Jetzt. Ding. Dong. Oh, kaputt. Oh, was? Tatsächlich 13. Ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern. Das ist schon ewig her. Oh, krass. Wieso ist da 13? Cool. Schlägt 13. Oh, guck mal. Eine Erdmond. Mond. Erdkugel. Mit Grau. Es hat ein Gesicht, habt ihr gesehen? Ganz kurz hat man gesehen, es hat Augen gehabt. Tyrannigma. Ja, das ist dann auch der Titel des Projekts. Habe ich jetzt bisher noch nicht erwähnt. Ganz cool, damit ihr noch überrascht seid, nachdem ihr eh schon einen Videotitel gelesen habt. Und da haben wir auch schon unseren Startbildschirm. So, ich gucke dann auch erstmal, ob die Aufnahme was geworden ist. Okay, wollte nur ganz kurz nochmal die Musik genießen. So, ich habe nachgeguckt. Ja, klingt alles ganz vernünftig. Es ist übrigens auch eines der spätest erschienenen Spiele für den Super Nintendo mit 1996. Viel mehr war... Oh, jetzt fängt das gleich nochmal an. Das lassen wir mal lieber. Nein, es geht schon los. Nee, Quatsch. Okay. Ja, und es reiht sich ein in die Reihe Soul Blazer, Illusion of Time und eben Tyrannigma. Hat natürlich nur eine lose Verwandtschaft. Wir spielen neu und wir nennen uns... Ja, wir nennen uns doch nicht Ark. Das wäre ja arg langweilig. Nein, wir nennen uns Igel. Hier unten sind noch kleine Buchstaben. Wie schön. Ich mag das nicht, wenn man so große Buchstaben nur als Namen hat. Ist das Add oder Ende oder Editieren? Naja, Editieren ergebe keinen Sinn. Okay, gucken wir nochmal. Kapitel 1. Versunkene Kontinente. Oh ja, das ist schön. Ja, die Story erklärt sich von alleine. Was ist das eigentlich für ein Spiel für die Leute, die es nicht kennen? Ihr solltet es kennen, es ist eines der besten Super Nintendo Spiele, die erschienen sind, meiner Meinung nach. Geht's auch mal los? Ich drücke alle Tasten gleichzeitig. Das dauert einfach ein bisschen. Okay, das ist meine Olle. Melina, du bist nass geschwitzt. Entschuldigung, habe ich immer beim Sex. Hattest du einen Albtraum? So will ich es nicht nennen. Ja, den gleichen Traum wie jede Nacht. Geh ein wenig draußen spazieren, das wird dir gut tun. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Es ist wunderschön. Vielleicht lässt dich das Wetter deine Träume vergessen. Okay, Schatz. Bis zum nächsten Mal. Von wegen geschwitzt. Feuchter Traum. So, hier kann ich speichern gehen. Machen wir das einfach mal. Igel. Ja, mein erster Erfolg quasi. Dafür würde es jetzt in neuen Spielen schon ein Achievement geben. Gespeichert. Yay. Da ist unsere Kristallkugel. Ja, wir sind nebenbei nämlich noch Wahrsager. Jetzt könnte im Prinzip unten Link reinlaufen und danach fragen, wie denn
weiter geht das Spiel halt. Blablub. Kein Plan. Hihi. Oh, ich kann ja schon hüpfen, stimmt. Was kann ich denn jetzt schon? Laufen? Yay. Dann hüpfen kann ich. Und was kann ich hier oben? Noch nix. Hier. Oh, Pause. Okay, mehr kann ich noch nicht. Aber laufen können wir schon mal. Das ist schon mal nicht schlecht. So, da sind mal ein paar Kumpels. Oh, es steuert sich sehr direkt, wenn man läuft. Also, oder bin ich nicht sehr direkt, sondern sehr schwammig irgendwie dann. Ja, andersrum. Na, Igel? Hat Melina dich wach geküsst? Liebe muss schön sein. Oh ja, Puppe. Wieso Liebe? Ist nur eine von vielen. Einst sprach der Weise, die Kristalle im Nebel sind die Tränen der Oberwelt. Was der wohl damit meinte? Keine Ahnung. Der hat nur dummes Zeug gedacht, aber der war wahrscheinlich wieder auf Koks. Ja, das sind auch hier meine Freunde, mit denen ich mal zu essen gehe. Die haben leider so nervöses Leiden. Die müssen ständig am Tisch auf und ab wackeln. Wie dumm das aussieht. Warum sollte man das tun? Stellt euch doch mal in Ruhe hin. Ja, wenn ich neben ihm stehe, hört er auf. Na? Wie ich hörte, bist du gestern wieder ausgerastet. Du hast die Hühner in der Weberei getrieben und das Kürbisfeld verwüstet. Du bist ein echter Abfahrer. Ja, den Begriff habe ich nie verstanden. Abfahrer, bitte? Mir ist etwas Merkwürdiges passiert, Igel. Als ich an der blauen Tür vorbeiging, hörte ich, wie jemand meinen Namen flüsterte. Unheimlich. Igel, weißt du, ich kann auch mal mit Melina ausgehen. Ja, wären voll lieb. Ich habe mich irgendwie verlesen, egal. Du Glücklicher, ich hätte auch gern eine Freundin wie Melina. Oh ja. Ja, ich hab sie ja alle, ne? Igel, tritt näher. Ach ne, das ist eine Weise, Moment. Igel, tritt näher. Man hat sich über dich beschwert. Du hast gestern die Hühner in die Weberei getrieben. Alles wurde verwüstet. Ja, Tut mir leid. Die Hühner kamen von alleine auf die Idee. Na gut, ich habe sie in die Weberei gejagt, aber... Genug jetzt. Schweig. Geh und entschuldige dich auf der Stelle. Ja, Meister, darf ich noch was mitnehmen hier? Halt, wer hat dir erlaubt, da die Truhe zu berühren? Du kannst die Schatztruhe nur öffnen, wenn du genau davor stehst. Super. Super, dass er mir das aber sagt noch, weil ich nebendran stand. Okay. Naja, okay, in Ordnung. Okay, hier ist auch noch ein Raum. Hier steht Weiser, weil das ganze Haus hat den Weisengrad. Auch ich möchte den Kristallnebel sehen. Doch man sagte mir, dass mich dann der Blitz trifft, weil du eine Hexe bist, oder was? Oh, guck mal hier. Hallo, Igel. Du kannst mir beim Kochen helfen. Gib mir bitte den Krug dort drüben. Er enthält Gewürze. Oh, na klar, gar kein Problem. Ja, ich kann das aufheben, als wäre ich Link. Bitte. Bam. Was soll das? Soll ich dich wieder in Ketten legen? Oh ja, Baby, das mag ich am liebsten. Jetzt? Ja, man kann es ihr nicht geben, also man kann die Dinger nur schmeißen, man kann damit überhaupt nichts reißen, außer es irgendwo gegen die Wand zu werfen. Also man konnte es auch nicht richtig machen oder so, also gar kein Problem. Oh, hier ist ein Angler. Punkt, 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 Punkt. Ruhe, ich angel. Man kann Dinge sehen, die der blaue Kristall widerspiegelt. Ich kann Personen und Orte sehen, die ich nie zuvor sah. Ja, noch ein bisschen tiefen Zug genommen davon, wa? So, ich kann diese Schilder leider nicht lesen. Aber ich glaube, diese Zeichen, das ist, glaube ich, ein normaler Job. Wollen wir mal reingehen? So. Willkommen. Wie kann ich helfen? Du hast nicht genug. Ich habe noch gar nichts gemacht. Auswahlmenge Info L. Füll 20 Kraftpunkte wieder auf. Füll 70 Kraftpunkte wieder auf. Heilt Vergiftung. ST plus 4. Aus robustem Hals gefertigt. Eine bessere Waffe. Und eine bessere Abwehr. Ja, ihr wisst ja schon mal, was das hier so alles gibt. Ich kann aber noch gerade noch nicht mal Items überhaupt transportieren, weil ich... Ja, das geht noch gar nicht. Aber ich kann die Sachen schon mal kaufen, ne? Ist auch nicht schlecht. Gut, ich habe sowieso kein Geld, deswegen erledigt sich das sowieso von alleine. Aber trotzdem. Okay. Magier. Kristalle bergen einzigartige Zauber in sich. Nur wir Magier verstehen es, diese Zauber in Ringen oder Medaillen zu bannen. Die Kristalle besitzen magische Kräfte, bringst du sie zu mir, entfache ich ihre Kräfte und wandle sie in Zauber. Ja, es ist so Zeug, das man finden kann und dafür kann man sich dann Zauber tauschen quasi und die kann man benutzen. Finde ich nicht so nützlich, wie es klingt, aber ich hoffe, der Kristallnebel schadet dem Kürbisfeld nicht. Da ist ein Kürbis, der ups. Hallo, ich bin der sprechende Kürbis. Whatever! Ich wünschte, ich könnte so springen wie du, Igel. Yay! Kann auch nicht besser springen als deine Olle. Hast du gesehen, wie hoch ich springen kann? Ja, genauso hoch wie ich. So wie alle Charaktere hier. Und der springt auch genauso hoch wie ich.
Aber ich kann weiterspringen, weil ich laufen kann. Ihr nicht. So, Mühle. Hey, hallo, ich bin Jenso, der Müller. Ich mahle Korn, um Mehl für das Brot zu gewinnen. Mhm, okay. Keine Ahnung, in Minecraft geht das leichter. So, und da ist oben... Wieso sieht das anders aus hier? Ist das, nein, den will ich nicht. Den. Kann ich damit was Besonderes machen? Ja, auch gegen die Wand schmeißen, sehr schön. Okay, gut. Er malt das Korn. Ja, genau, zu Mehl. Für Brot. Oh, du bist es, Igel. Ich habe gestern zu viel getrunken, stöhnen. Nun habe ich einen dicken Kopf, ich trinke nie mehr. Dann können wir doch erzählen, dass du das warst mit den Hühnern. Das wäre doch viel cooler eigentlich. Muss ich die Scheiße nicht abkriegen und du weißt es eh nicht mehr. Ein und frei, wer glaubt schon so einen besoffenen Bastard? Naja, egal, auf jeden Fall, ich glaube, oben ist die Weberei, deswegen gehen wir mal links lang, damit ich zuerst die anderen Häuser abgrabe. Okay, da ist... Oh, Moment mal ganz kurz. Niesen im LP, ist einwandfrei. Hier ist ein Häuschen. Oh, ich komme sogar rein. Ah, ein Orakel. Hihihi, Igel. Du, ich werde in deine Zukunft schauen. Ciao, ciao. Nimm. Etwas Schlimmes wird geschehen. Du wirst eine lange Reise antreten. Lange Reise? Es gibt hier nur das kleine Dörfchen, du Heldenkind. Wo soll ich denn hinreisen? Hier ist doch nichts. Naja, dann ziehen wir mal los, oder was? Reise! Moment mal, hier geht's ja gar nicht raus. Das ist tatsächlich richtig. Es gibt keinen Ausgang aus diesem Dorf. Wo soll ich denn hinreisen? Das sind alle Überlebenden, die es hier gibt noch. Also, die Welt wurde zerstört. Von bösen Mächten und anderen Tieren, die Igeln, die Weltherrschaft übernommen haben. Und von denen müssen wir sie befreien. Deswegen wollte ich das Spiel auch spielen, weil ich eigentlich das voll kacke finde, weil ich lieber möchte, dass die Igel weiterhin... Okay, es geht um was anderes. So, jetzt eins davon ist die Weberei. So. Mama sagt, man sei in einem Versprechen aus dem früheren Leben gebunden. Igel, waren Melina und du in der Vergangenheit bereits Freunde? Wir warten auf Melina. Sie wird später mit uns spielen. Wer ist du? Wer bist du, habe ich gefragt. Manchmal sehe ich etwas in diesem Teich. Es sieht aus wie Kontinente. Was das wohl zu bedeuten hat? Also ich sehe da nur ein paar glitzernde weiße Pünktchen. Also da ist nicht viel zu holen. Nein, lass mich rein. So. Ah, das ist die Weberei. Na, dann gehen wir hier später rein. Oben ist auch noch ein Gebäude gewesen, glaube ich. Ja, da. Hey, Igel, spiel mit mir. Nö, kein Bock, tschüss. Lalala. Nee, der ist doof. Der hat, der klaut. Wohnsitz. Na, ist mir nichts mehr eingefallen. Okay. Igel, bitte bring den Kindern keinen Unfug bei. Gestern erst haben sie ja alle Krüge zertrümmert. Mann. Ich darf nicht nach draußen gehen. Der Kristallnebel liegt in der Luft. Oh. Hier, guck mal. So geht das. Bam. Boah, wow, Igel ist echt fies. Ja, er weiß, wie es geht. Alles klar. Okay, und du weißt auch noch nicht, wie es geht? Schnief, schnüff. Oh, Igel, ich hatte diesen grässlichen Traum. Ja, ich war heute Nacht noch hier. Ich träumte, jeder hier würde sich in Eis verwandeln. Schnief, schnäuf. Das ist ja... So war das nicht gemeint. Naja. Okay, dann wollen wir doch mal... gucken. Also, hier geht's weiter. Igel, ich hörte von deinen Taten. Du solltest dich entschuldigen. Du schon wieder. Du willst doch nicht wieder Ärger machen, oder? Wenn doch, dann kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigung. Ich wollte mich entschuldigen. Ich habe es gestern etwas übertrieben. Du entschuldigst dich? Das ist eine Überraschung. Weißt du, die Weberei bedeutet uns sehr viel. Ich hoffe, du bist in Zukunft etwas rücksichtsvoller. Ja, nö. Was ich tue? Ich sticke kleine, nette Bilder auf Kleidungsstücke. Ja, ja. Aus denen werden wir später Taiwaner schaffen. So. Melinas Webstücke scheinen besonders Fähigkeiten zu besitzen. Ich möchte einmal eine Kunstweberin werden, so wie Melina. Ah, okay. Was ich tue, ich stecke kleine mit bla bla bla. Und? Willst du, redest du nicht mit mir oder was? Rede mit mir. Oh, er sagt nur dasselbe. Okay. Gut. Okay, und dann. Hallo Igel, Melina befindet sich unten. So etwas für den Weisen weben. Achso, ja, naja, ist aber noch nicht relevant. Aber gut, dann werden wir mal. Bam. Stress! Hihihi! Ich war rücksichtsvoll, Entschuldigung. Und hier ist absolut nichts. Na gut. Okay, und jetzt? Ich darf sonst nicht mehr mit dir weggehen.
Ich habe mich doch schon entschuldigt. Ich verstehe nicht, was Melina an dir findet. Du bist hässlich wie die Nacht. Was? Der hat den Igel beleidigt. So ein ekelhaftes Schweinchen. So. Okay, dann gehen wir wieder nach Hause. Achso, das war schon mal zu Hause. Ja. Ist okay. Sei still. Bist ruhig. So, komm. Dann nach Hause. Hallo. Gehen wir zum Waisen. Nicht zu machen, die Tür lässt sich nicht öffnen. Und das, obwohl sie nicht einmal ein Schloss hat. Igel, du kommst gerade recht. Der Weise ist ausgegangen. Wir wollten etwas ausprobieren. Diese blaue Tür, die Tür, die sich nicht öffnen ließ. Wir wollten sehen, was dahinter ist. Wir haben alle versucht, doch sie lässt sich einfach nicht öffnen. Igel, willst du es probieren? Na klar, ich werde es versuchen. Also, vielleicht gelingt es dir. Auf geht's. Ja, wir nehmen jetzt einfach die Dinger. Bam. Ja. Dann knallen wir davor gegen. Bam. Schau, da ist ein Riss in der Tür. Das könnte die Lösung sein. Ja klar, pass auf hier. Zack. Noch ein. Und dann knallt sie noch dagegen. Bam. Und Tür ist auf. Er hat es geschafft. Und er haut gleich ab, weil er ein Weichei ist. Immer diese Waschlappen, ey. Oh. Hilfe, zu Hilfe, helft mir. Ich habe Angst und mir geht's schlecht. Habt ihr das auch gehört? Nope. Ich muss mal dringend aufs Klo, ich sehe euch später. Na, danke. Jetzt habe ich's doch glatt vergessen, meinen Goldfisch zu füttern. Was für feige Drecksäue. Was? Schon so spät? Dann muss ich los, wir sehen uns später. Ja, jetzt lass mich rein. Yay. Ja, ich renne natürlich sofort los. Und dann sind wir auch schon in unserem ersten Dungeon. Naja, eigentlich nicht. Ist alles noch Vorgeschichte. Ich weiß, es zieht sich ein bisschen hin. Aber gut, wir werden auch schon bald richtig spielen können. Helft mir! Lasst mich raus oder so. Da. Ein Buch. Boah, nee, das ist kein Buch, das ist eine Kiste. Boah, ich will jetzt... Aua. Bist du wirklich willens, das Siegel zu brechen? So sei es denn. Tritt näher. Konzentriere alle deine Kraft und berühre die Truhe. Hat ein bisschen was von Secret of Mana, oder? Zieh mich aus dem Stein, du Sau! Igel! Nanu! Und hier haben wir die geilste Benennung in der deutschen Übersetzung. Endlich, nach all den Jahren, ich bin wieder frei! Du musst mein Befreier sein! Super geil! Ich habe viele Namen für dich, bin ich... Fluffy. Und das meint ihr ernst, der hatte im Englischen einen vernünftigen Namen, ich habe ihn jetzt schon wieder vergessen. Aber Fluffy, bist du ein Dämon? Hat der Weise dich deshalb unter Verschluss gehalten? Ich bin ein Wesen, das älter ist, als du es dir vorstellen kannst. Der Weise hatte Angst, dass die Truhe in falsche Hände gerät. Deshalb versteckte er die Truhe im Keller und versiegelte sie. Sie ist mein Heim. Sie hat die Macht zu schöpfen und zu vernichten. Was bedeutet diese Truhe? Wer immer das Siegel bricht, ist der neue Besitzer der Truhe. Von nun an kannst du in die Truhe gelangen. Boah, ich finde die Musik gerade so geil. Wann immer du die Select-Taste drückst, ich werde dich an das Geheimnis einweihen. Komm schon. Folge mir. Ja, das ist doll hier. Ich muss die Select-Taste drücken, was ich sowieso hasse wie die Pest. Sind wir in der Truhe. Du kannst immer hin und her wechseln. Die Truhe ist übrigens unser Menü. Später laufe ich allerdings nicht mehr da drin herum, sondern gehe einfach mit Falter, also mit den Tasten habe ich so einen Zeiger. So. Das ist die Zauberschatulle. Hier werden magische Ringe und Medaillen aufbewahrt. Du kannst hineinschauen, um zu sehen, wie viele Kristalle du hast. Und so zaubern willst du in der Utensilienkammer die Schatulle an. Das ist das Handbuch des Kriegers. Hier erfährst du alles über deine Attacken. Ja, das können wir einmal angucken, das weiß ich aber sowieso. Dies ist der Ego-Spiegel. Hier siehst du Stärke, Abwehr, Glück und Erfahrungspunkte. Das ist das Optionsmenü. Hier kannst du die Tastenbelegung ändern. Dies ist die magische Karte. Sie erleichtert die Orientierung in Labyrinthen. Dies ist das Buch der Aktionen. Sind Hinweise all deine Aktionen. Okay. Auf in den nächsten Raum. Dinge. Dies ist die Utensilienkammer. Um die hier aufbewahrten Dinge anzuwählen, drücke den A-Knopf. Um jemandem einen Gegenstand zu geben, musst du ihn vorher auswählen. Wenn du die L-Taste drückst, wird der Gegenstand beschrieben. Das gilt für Dinge, Zauberrüstung und Waffen. Hinter mir ist das schwarze Loch. Es verschluckt alles. Also zum Wegschmeißen. In jedem der drei Räume gibt es so ein schwarzes Loch. Um etwas loszuwerden, rufe mich, wenn du bei dem Loch bist. Auf in den nächsten Raum. Dies ist die Waffenkammer. Hier sind alle Waffen gelagert. Um sie im Kampf zu bestehen zu können, musst du immer eine Waffe auswählen. Auf in den nächsten Raum. Rüstung. Dies ist die Rüstkammer. Hier befinden sich alle Rüstungen. Vergiss nicht, zu deinem Schutz immer eine Rüstung zu tragen. Auf in den nächsten Raum.
Oh, wir sind wieder am Anfang. Jetzt bist du dran. Erkunde die Truhe. Du solltest nochmal in der Waffenkammer gehen. Dort wirst du etwas Besonderes finden. Du bist sicher ganz, das wirst du ganz sicher finden, Igel. Okay. Hier gibt's auch sonst nichts zu machen. Wir können jetzt hier, sagen wir, in den Scheiß reingucken, aber... Oder können wir überhaupt? Nee, ich glaube, wir können das erst später angucken. Auf jeden Fall, hier ist in dem Waffending das Ding hier. Igel, du hast das Siegel gebrochen. Hörst du? Seit ewigen Zeiten warte ich hier auf jemanden, dem ich dienen kann. Die Menschen werden mich noch richtig kennenlernen. Mit meiner Hilfe wird die Menschheit Kraft gewinnen. Und alles wird wieder so sein, wie es einst war. Wie viele vor dir hast du die Truhe geöffnet und mich entdeckt? Wirst du meine Gaben benutzen? Na klar. So nimm mich in die Hand. Ich werde dir von Nutzen sein. Igel enthält eine Waffe. Ja, das ist die Waffe, quasi die erste Waffe, die wir zumindest kriegen. Ja. Okay, Fluffy, sieh an. Es scheint, als ob er Gefallen an Igel findet. Du bekommst Gesellschaft, Igel. Geh nach draußen. Igel, bist du in Ordnung? Ich habe dich überall gesucht. Huch, was ist das für ein Ding? Danke für die nette Begrüßung, anmutige Sterbliche. Es scheint eine gutmütige Kreatur zu sein. Was meinst du? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich fühle, dass etwas Schreckliches geschehen wird. Du hättest das Siegel nicht brechen dürfen. Spürst du auch diese Kälte? Igel, lass mich nicht allein. Pupp. Melina, was ist los? Melina, was hast du mit Melina gemacht? Das Unheil nimmt seinen Lauf. Dies ist das Schicksal aller Bewohner des Dorfes. Schau mich nicht so böse an. Nicht ich habe es getan, du hast es getan. Du hast das Siegel gebrochen. Doch für meine Befreiung schulde ich dich etwas. Ich verrate dir, wie du Melina und die anderen Bewohner zurückverwandelst. Verlass das Dorf und erkunde die Außenwelt. Du wirst die Zukunft entdecken, die diese Truhe offenbart. Viel Glück. Na super. Fluffy, wo bist du? Na Dorme. So, kann ich jetzt auch schon meine Waffe benutzen? Nö. Ich will meine Waffe benutzen. Ich habe sie doch extra jetzt gekriegt. Ich will etwas zertöten, zerschlagen, zertreten, zerkarten. So, jetzt gehen wir erstmal hier oben zum Meister. Und klauen ihm seine Truhen, oder? Ja. Geht nicht. Geht nicht. Die Truhen zugeschlossen, als er abgehauen ist. So. Naja gut, okay, gehen wir raus. Wups, da ist er. Scheiße. Weiser, du lebst. Dem Himmel sei Dank. Du Unwissender. Du hast diese Situation heraufbeschworen. Diese Tür sollte verschlossen bleiben. Ich hatte große Angst, aber wir können die Menschheit nicht so hinterlassen. Willst du sie wieder zurückverwandeln? Boah, eigentlich finde ich das so nett. Ja, nee, wobei, kalte Frauen, ja, machen wir. Genau, wenn du weißt, was ich tun muss, dann sage es mir jetzt. So sei es. Verlass das Dorf, Igel. Du wirst 5 Türme finden außerhalb der Stadt. Außerhalb der Stadt? Diese Türme? Was meinst du damit? Verlass nun das Dorf. Das Tor ist offen. Was denn für ein Tor? Hier ist kein Tor. Du Heldenkind. Nee, warte. Willst du mir nicht noch dein Zeug geben, das du in den Truhen hast? Was gibt es, Igel? Frage nach der Ruhe. Weiser, die Truhe. Was hat das mit ihr auf sich? Achso, nicht die Truhe. Stammt aus der Oberwelt. Öffnet man sie, so wird das Gleichgewicht der Unterwelt gestört. Doch du wirst bald mehr über ihre wahre Bedeutung erfahren. Darf ich? Der Inhalt dieser Truhe wird dir von großem Nutzen sein. 50 Taler, super. Und Inhalt dieser Truhe wird ja von großem Nutzen sein, da? Heilknolle. Wunderbar. Haben wir was zum Heilen und was zum Ausgeben quasi. Nur der Laden ist ja eh eingefroren, deswegen bringt er mir jetzt noch nichts. Und jetzt ist er auf einmal. Was ist das? Was ist das? Fickende Leute in meinem Garten! Das darf nicht wahr sein! Jemand hat das Tor aufgelassen! Das hat der Alte also gemeint. Ich kann das Dorf verlassen. Klingt aufregend. Ich werde überall nachschauen. Okay. Und damit sind wir das erste Mal auf der Oberwelt. Und ich guck mal gerade, wie lang die Aufnahme ist. Ja, 24 Minuten und damit eigentlich eine wunderbare Zeit. Und ich finde auch die Position gerade schön, weil wir im Prinzip das Intro hinter uns gelassen haben. Und jetzt das Spiel beginnen. Ja, also die Oberwelt hier ist ein bisschen strange, aber das Unterwelt. Genau. Also die Overworld-Map hier von der Unterwelt. Also die... What? Die Overworld von der Ober- und Underworld, quasi. Ja, ist so. Naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir uns da im nächsten Teil wieder. Bis dann. Tschüss.